Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was genau wir eigentlich jetzt diese Folge machen wollten. Aber, ja. Wir könnten uns im Dschungel noch ein bisschen umsehen. Oder wir überlegen, ob wir uns nicht eventuell allmählich schon an den Dingswagen, hier an den Dungeon wagen können. Ich würde wirklich sehr gerne noch ein weiteres Bienennest probieren und die Bienenkönigin nochmal herausfordern. Andererseits habe ich auch Angst, dass ich sie irgendwann halt wirklich kein weiteres Mal mehr rufen kann. Und weil ich den NPC, den man halt bekommt, wenn man sie, was fährt ausgerechnet jetzt ein Auto vorbei? Ah, ich mache die Fenster kurz zu. Und weil ich halt den NPC unbedingt haben möchte, den man bekommt, wenn man sie besiegt, tja, will ich sie halt nicht besiegen können. Zur Not gucke ich, dass ich sie mir irgendwie herbeicheaten kann. So. Cellblocks. Stimmt, wir haben ja jetzt den Extractinator. Ja, ich weiß gerade nicht, wo genau muss ich die Cellblocks denn hin tun. Einfach da rein. Oh. Ich halte mal gedrückt und guck, was so passiert. Schon cool. Was man da nicht alles rausbekommt. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Vor allem hat man endlich mal eine sinnvolle Verwertung für diesen Scheiß, den man sowieso nicht haben möchte. Ich habe einen Saphir bekommen. Amber, ich glaube, das kann man nur auf diese Art und Weise bekommen. Eisenerz, was ich eigentlich gar nicht bekommen könnte. Kupfererz, was ich eigentlich auch nicht bekommen könnte. Zinnerz, okay. Golderz, Silbererz und ein Haufen Münzen. Ja, das gefällt mir doch. Auf jeden Fall cool gelöst. So, weil ich mich noch nicht informiert habe, wie man die Pumpkin Seeds anpflanzt, werde ich das übrigens erstmal dann auch sozusagen außen vor lassen mit den Seeds. Tungsten, Lead, Iron, Copper. So. Und Platin. Das packe ich auch mal da rein. So. Crimson Seeds hatte ich noch. Genau, da war ja was. Upp. Runter mit uns. Ja, ich brauche immer noch mehr Crimson Seeds. Ich glaube, ich hätte gern noch die Mini-Shark, bevor ich mich in den Dungeon wage. Muss ich mal gucken, wie viel Gold mir dafür denn noch fehlt. Andererseits, man bekommt im Dungeon auch so viel Gold. Sollte ich vielleicht gucken, ob ich mir dann vor Ort ein Haus bauen kann und mich dann halt mit dem Spiegel hin und her porte. Ja, ich weiß, ihr seid reif, aber ich habe gerade keine Lust, euch zu ernten. Bei euch mache ich eine Ausnahme. Euch braucht man immer. Und im Gegensatz zum Blinkwort seid ihr zumindest selten. Mal ehrlich, warum wächst Blinkwort so schnell und alle anderen Pflanzen total langsam? Ich meine, ja klar, die anderen Pflanzen braucht man auch für bessere Tränke, aber trotzdem. Ah. So, dann packen wir hier das noch weg. Ja, ich räume hier gerade noch ein bisschen auf, bevor ich dann losgehe. Stinknormale Shackle. Samen haben wir hier oben drin, auch wenn ich noch nicht weiß, ob das wirklich Samen sind in der Form. Waben. Wegsteck geht nicht. Muss ich demnächst vielleicht wirklich einfach mal losgehen und mir ganz viel Silt abbauen? Okay, den Rest behalte ich. Ich habe 30 große Heiltränke. Krass. So, dann schaue ich jetzt nochmal schnell, wie viel Geld brauche ich denn? 3 Gold.
Komm, das kriegen wir hoffentlich schnell zusammen. Dann muss ich jetzt nur noch überlegen, aus welchem Material ich mir denn da hinten ein Haus baue. Würde es ja lieben gerne mal aus einem anderen Material machen, weil, naja. Eigentlich würde ich mir dann gern einfach eine andere Holzsorte suchen. Aber was soll ich dann beim Dungeon nehmen? Also, es gibt ja hier dieses. Was ist es eigentlich für ein Holz? Borealholz oder so? Keine Ahnung. Halt das aus der Schneewelt? Ach, ich kann mir das Strandholz nehmen. Oh, hier ist der Meteorit. Wollen wir später ab, habe ich gerade keinen Bock drauf. Und aufwärts. Ups. Ich war blöd. Jetzt aber. Ui. Ja, wir haben noch den Rest des Tages Zeit, um uns ein Haus zu bauen. Woher kommt eigentlich dieser Partikeleffekt? Das ist, wenn ich mich nicht stark irre. Ja, das ist unsere Rüstung. Ja. Ist es jetzt so, dass teilweise die Partikeleffekte auch kommen, wenn man Vanity-Item drüber anhat? Jo, scheint so. Ups. Da ist er. Wollte mir einfach hier oben ein Haus bauen. Aber. Ich hätte eine Idee, aber da muss ich eventuell was nachpflanzen. Ja. Mit einem einzigen Palmwood komme ich da nicht aus. Na gut. Dann hacke ich einfach mal die Steine hier ein bisschen ab und baue mir daraus dann ein Haus. Oder zumindest baue ich mir daraus später ein Haus. Erstmal baue ich hier nur das Dach ein bisschen kleiner, damit ich hier oben auch bequem kämpfen kann. So. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da genug Steine für ein ganzes Haus rausbekomme. Muss ich später mal gucken, wie man sich den herstellen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber so ein dungeonartiges Haus wäre schon eine coole Sache. Sag mal, finde ich eigentlich das da unten als Haus? Das ist not volatile. Oh, schade. So, bauen wir weiter. Ich weiß absolut nicht, ob wir schon für den Kampf gegen Skeleton gerüstet sind oder ob wir da lieber doch schnell Reißaus nehmen sollen. In jedem Fall hätte ich eigentlich lieber dran denken sollen, noch ein paar Tränke mitzunehmen. Naja, habe ich jetzt nicht Pech gehabt. Ich baue mir mal erstmal kein Haus hier, aber dann später baue ich das Haus um, glaube ich. Dann baue ich mir vielleicht noch ein paar andere Häuser, weil es gibt wirklich sehr viele Deko-Objekte, die halt aber eigentlich nur in ein bestimmtes Gebiet passen und halt zu unserem Haus überhaupt nicht passen würden. Ah, das war viel zu weit. Pink Bricks. 1, 2, 3. Ja, ich versuche, dass das da unten möglichst mit den Säulen abgepasst wird. So. Wood. Und ich sag mal, jetzt, wo es ja endlich so gemacht wurde, dass die Texturen mal fehlerfrei ineinander übergehen, kann ich es ja auch gerne so machen. Ja, machen wir so. Ist jetzt nicht schön, aber wertvoll. Ah, da oben ist einer zu viel.
Dann brauche ich hier eine Workbench dringend. Den Stuhl, damit zur Not hier auch ein NPC einziehen kann. Nein, du guckst bitte in Richtung der Workbench. So viel Zeit muss sein. So. Eine Tür. Eigentlich noch ein Bett, aber das habe ich jetzt total vergessen. Super, kann ich gleich wieder zurück nach Hause und mir ein Bett holen. Na, dann konnte ich gleich noch ein paar Truhen mitnehmen, damit ich hier auch ordentlich was lagern kann. So. Ups. Moment. Komm. Na. So. Hops. Noch ein bisschen mehr. Das war jetzt doch zu viel. Egal. So. Licht braucht es noch. Und dann nach Hause. Gut. Das kann ich ausmachen. Erstmal nehme ich mir gerade noch für den Kampf gegen Skeleton ein paar Tränke mit. Die ich dann allerdings auch nur für den Kampf gegen Skeleton benutze. So. Und ansonsten kurz noch ein bisschen was ablegen. Ich später alles an. Da kommen die Woodwalls rein. Gut, dann brauche ich jetzt noch schnell. Ups. Sorry. Bisschen Wolle. Und sagen wir mal 4 Bleibarren. So. Bett. Und. Kiste. Oh, Kisten brauchten 2 Bleibarren, da war ja was. Kleiner Geheimtipp. Kisten brauchen 2 Blei- oder Eisenbarren. Fässer nur 1. Und die haben genau die gleiche Inventargröße, soweit ich weiß, für die, die halt hier irgendwie voll auf Taktik gehen wollen. Jetzt schwören können, ein Bett kostet 7. Okay. Dann jetzt schnell wieder zurück. Hätte mir neue Munition kaufen müssen. Egal. Naja. Ich habe ja zur Not noch meine Pfeile und mit dem Archery-Potion sind die auch in etwa so stark wie die Kugeln. Beziehungsweise eigentlich sind die, glaube ich, sowieso stärker als die Kugeln. Liegen aber halt deutlich ungenauer. Das ist das Problem. Es gibt einen Bogen, den Pulsebow. Der wandelt die Pfeile sozusagen in Lasergeschosse um und die fliegen halt dann nur stracks geradeaus. Ist vielleicht auch auf jeden Fall eine Waffe, die ich später gerne hätte. So. Wenn es das nächste Mal regnet, muss ich übrigens mal da hinten gucken. Da habe ich ganz viele Waterleafs gerade gesehen. Die wollte ich jetzt nicht ernten, weil sie noch nicht geblüht haben. Und wie jeder weiß, nicht blühende Pflanzen erntet man nicht. Wie? Ups. Perfekt. Es wird immer dunkler, das ist blöd. Oh. Ah. Jetzt aber. So, einen Moment, bevor ich den jetzt erwecke. Lass nochmal kurz hier rein. Bett aufstellen. Schlafen. Kisten aufstellen. Und ja. Dann kann es jetzt ja losgehen. Ich glaube aber leider, der Boss ist weg, bevor ich respawnen könnte. Und los geht's. Waff. Ich hätte hier eine Hartlaterne hinstellen sollen. Hätte ich wenigstens ein bisschen mehr
Lebensregeneration. Yep. Mit Minischark wäre es deutlich angenehmer. Naja. Geh einfach ein bisschen auf seinen Kopf. Und ich nutze den Archery Potion. Das Fiese ist, ich sehe bei der Dunkelheit nicht, wie die Pfeile fliegen. Deswegen habe ich gerade keine Ahnung, ob ich halt sozusagen gut ziele oder ein bisschen höher ziehen sollte. Allerdings angesichts der Tatsache, dass ich ihn ständig treffe, werde ich wohl alles richtig machen. Warte, in der Situation kann man ihn gut mit der Harpune treffen. Allerdings macht er dabei auch viel Schaden, ist das Problem. Komm. 1000 Leben weg. Bei dem muss ich auch ganz doll aufpassen, dass ich halt nicht irgendwie ihn zu... dass ich zu lange brauche, um ihn zu besiegen und es schon Tag wird. Denn tagsüber verschwindet er automatisch wieder. Komm. So. Alles klar, weiter geht's. So. Nochmal. Ups. Kommst du bitte runter? Danke. Mehr Crits wären toll. So. Ja. Vielleicht sind nur noch 1000 Leben da. Also, man kann auch seine Hände zerstören, dann könnte halt mit denen nicht mehr angreifen. Das wird den Kampf deutlich erleichtern, aber dauert auch, halt auch Ewigkeit. Und weil ich halt jetzt Angst habe, dass ich den Kampf sowieso nicht rechtzeitig beenden kann, mache ich es so einfach. Au. Ja, er greift schon wieder an. Ah, schon wieder. Komm, komm nochmal runter. Ich sehe dich nicht. Danke. So. Und weg. Perfekt, Skeleton has been defeated. Der droppt leider nur kleinere Heiltränke. Aber jetzt habe ich genug Geld, um mir die Mini-Sharks zu kaufen. Machen wir auch direkt. Ach ja, da war ja was. Ach komm, dann gehe ich normal zurück und teleportiere mich dann hier wieder hin. Und ich nehme eine Live-Laterne. Ne, Moment mal, jetzt brauche ich auch keine Laterne mehr. Hätte ich früher daran denken sollen, die aufzuhängen. Ups. So, dann gehen wir nächste Folge erst in den Dungeon. Dann kaufe ich mir jetzt nur noch den Mini-Shark und mehr Munition. Oh. Springt der einfach auch. So. Nehmen wir mal das. Die schöne blaue Flamme sieht irgendwie cool aus. Ups. Ui, da war eine Truhe, da war noch eine. Habe ich beide noch nicht geöffnet, aber egal, ich gehe einfach weiter. So. Ich glaube, aus diesen oberirdischen Truhen habe ich sowieso schon jedes Item, was es da gibt. Ah, schon wieder. So, nein. Ich würde gerne da durchgehen. Perfekt. Da ist der Meteorit. Ach, geh beiseite, ich will da durch. Oh. Ups. Habe ich eigentlich das Item an? Was? Ne, habe ich nicht. Habe mich gerade gewundert, weil ich hätte schwören können, dass ich gerade drüber gelaufen bin, ohne Schaden zu nehmen. So. Haut doch ab. So, weiter geht's. Gleich sind wir wieder da. Rückblickend hätte ich mich doch porten sollen. Auch dringend die Shining Potions. So. Und hier sind wir wieder am Crimson. Ich krieg's einfach nicht hin, vernünftig zu rennen, ohne ständig abgebremst zu werden. Wie gesagt. Oh, das Weed. Das darf man eigentlich nur im Blutmund ernten. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht nochmal abhaue. So, endlich zu Hause. Tür zu. Gold mitnehmen.
Einfach mal Loot All. Haut ab, Mann. Ihr nervt. So. Wo ist der Waffendealer? Da oben. Hopp. Die... Ach, die gibt's ja auch noch. Die sind deutlich günstiger geworden. Oder zumindest könnte ich schwören, dass sie früher 75 gekostet haben. Du hast früher auch 15 gekostet. So. Dann einfach hier. Füll ich einfach die Kugeln auf. Mehr als 999 sollte ich selbst mit der Mini-Shark nicht verschießen. So, da links liegt noch ein Stern, den schnappen wir uns doch noch schnell. Da links liegt noch... Nee, das ist nur eine Fackel. Okay. Ich da. Ach, egal. Ich habe nicht zufällig noch ein Life Crystal hier. Habe ich hier noch einen? Nö, nee, hab keinen Life Crystal mehr. Schade. Okay, dann hätte ich das mit der... doch, da ist einer. Soll ich mir daraus eine Laterne noch machen? Später vielleicht. Für den nächsten Bosskampf dann. So. Dem kann ich jetzt nicht widerstehen. Endlich mal Nacht, da ernte ich doch die Moonglows noch. Ich mache diese Folge sowieso nichts Spannendes mehr. Das bedeutet, ihr könnt eigentlich schon ausschalten. So. Ups, ups. Da fehlt noch einer. Ach, und hier sind wir jetzt wieder in dieser blöden Situation, dass man diese Büsche nur mit der Spitzhacke abbauen kann. Es nervt ein wenig, wenn man Pflanzen anbauen möchte. So. Endlich mal mit einer Reihe fertig. Oh, und direkt zwei weggehauen. Ups. Da unten habe ich ganz vergessen, den Deathweed anzupflanzen. Ich pflanze nur noch ein bisschen nach. So. Moonglow habe ich noch einen. Brauche ich nicht. Daybloom's. Pinkwurz, bleib mir weg mit dem Scheiß. Und bei den Pumpkins habe ich ja noch immer nicht gegoogelt, wie man die anbauen kann. So. Moonglow. Dann habe ich noch 5 Daybloom's. Da links. 1, 2, 3, 4, 5. Und Deathweed. Ne, erstmal Shiverthorn. Ups. Komm. Dorthin. So. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Das Fiese ist, dass hier das Crimson Grass breitet sich erst im Hard Mode selbstständig aus. Deswegen brauche ich für jedes einzelne Feld einen Samen. Das nervt, weil die teuer sind. Euch kann ich nur... Was zur Hölle macht der Hase da unten? Egal. So. Den Blinkwort-Scheiß, der kann mir gestohlen bleiben. So, wo rüste ich denn jetzt? Machen wir es doch einfach mal so. Oh, im Moment. Die Wurfmesser benutze ich eigentlich nie. Okay. Könnten wir doch aus meinen Meteoritenbarren jetzt auch eigentlich die Meteoritenmunition machen. Ich meine, für was anderes benutze ich sie doch sowieso nicht. Und ich glaube, Munition herzustellen wird deutlich günstiger. Ich glaube, man stellt jetzt direkt 50 her, statt nur 25. Kann das sein? Kann das sein? Hallo? Muss ich das dahin ziehen? Ach ja, ganz stimmt. Munition ist ganz oben. Okay, 70. Dann könnte ich mir aus 10 Barren 700 machen. 980. Jo. Jetzt habe ich es schon hergestellt. Jetzt ist es auch zu spät, um es nochmal rückgängig zu machen. Gut, dann lege ich noch die Wurfmesser hier rein. Die Munition, die ich jetzt nicht brauche. Und ihr kommt wieder dort rein. Ich habe da hinten ja sowieso noch einen Meteoriten liegen. Yay!
Und so. Eigentlich wird es ja noch Zeit, dass ich nach den fliegenden Inseln suche. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.